Stress, Stressbelastung, Körperfett, was hat das miteinander zu tun? Ihr Lieben, ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung. Sagt mir mal, welche Erfahrungen ihr gemacht habt, wenn ihr Stress habt. Steigt bei euch das Körperfett? Wie ist das da mit der Gewichtszunahme? Ihr Lieben, ich habe immer wieder Patientenfälle. Ja, dieser Bruder hier, ja, soll so ein bisschen Stressbelastung darstellen. Aber einfach auch nur, weil ich finde ihn irgendwie süß. Ne? So, aber jetzt zurück zum Patientenfall. Es ist so, dass der Patientenfall, den ich jetzt gerade in der Beratung hatte, eine große Schwierigkeit mit Stressbelastung hatte. Immer mal wieder, gehäufter. Und es gibt die Situation unterschwellige Stressbelastung. Das sind immer die Dinge, die wir selber nicht in der Hand haben, wo wir uns unwohl fühlen, wo wir vielleicht über einen sehr langen Zeitraum merken, dass irgendwas nicht stimmt. Und wir wissen heute mittlerweile, dass bei Stressbelastung, dies hier ist eine Niere, dann haben wir hier oben die Nebenniere und die Nebenniere produziert Adrenalin und Cortisol, Stresshormone, habt ihr sicherlich schon mal gehört. Und wir wissen, dass die Stresshormone, sieht man speziell bei Diabetes, den Zucker in der Blutbahn anheben können. Also wenn ich normal unterwegs bin, ja, habe ich immer Zucker aus dem Essen und natürlich auch mal Phasen, ne, wo ich weniger Zucker in der Blutbahn habe, was zum Beispiel in der Nacht passiert. Wenn ich Stressbelastung habe, egal woher sie kommt, sei es, dass sie von mir kommt, dass sie von außen kommt, dass die Lebenssituation gerade schwierig ist, dann gibt es die Möglichkeit, dass der Körper mehr Adrenalin und Cortisol über die Stresshormone produziert und es mehr Zucker in der Blutbahn entstehen lässt. Und dieser Zucker kann über die Leber schneller zu Körperfett umgewandelt werden. Das heißt, wir können an Gewicht zunehmen, immer dann, wenn Stressbelastung da ist. Ne? Also, wenn eine hohe Stressbelastung da ist und die sehr lange zum Beispiel durchgeführt wird, das sieht man übrigens ganz häufig immer bei unseren Menschen, wie soll ich sagen, aus der Politik zum Beispiel kommen, nicht bei allen, aber dass über die Jahre tatsächlich wir sehen, dass sozusagen die Stressbelastung da ist und das Körperfett häufig auch bei den Menschen ansteigt. Das ist bei allen oder kann bei allen Menschen sein. Es gibt auch Menschen, bei denen, wenn es jetzt ums Untergewicht geht, der ganze Zucker wieder verbraucht wird und dass eben der Bewegungsradius in dem Moment höher ist. Es gibt noch ein Problem, wenn ich Stressbelastungen habe und mich unwohl fühle und die Stressbelastung gar nicht so schnell aufhört, weil ich sie nicht gleich lösen kann, dann essen wir häufig schneller fettreicher. Ne? Hier ist nochmal so ein Krapfen oder wie sagt ihr dazu, Berliner Pfannkuchen. Das heißt, ich esse dann einfach schneller mehr Fett, mehr Zucker und in dem Moment, wo mehr Zucker und mehr Fett kommt, steigt natürlich durch den Zucker der Blutzucker zusätzlich an, dann entkommen mehr Kalorien über die fettreichen Lebensmittel und beides zusammen führt dann auch dazu, dass sozusagen das Körperfett steigt, weil unter Stressbelastung können wir nicht so gut in der Regel gesund essen, weil der Körper im Gehirn im Ausnahmezustand ist. Und durch diesen Ausnahmezustand haben wir die Situation, dass wir uns nicht auf die guten Dinge, also positiven Dinge immer komplett, ja, uns darauf fokussieren können. Von daher sind es mehrere Mechanismen, die dann für die Gewichtszunahme zusammenkommen. Also ihr Lieben, wenn ihr was machen könnt, schaut immer, wo ist die Stressbelastung? Habe ich da eventuell was man kann? Cortisolwerte untersuchen lassen. Wenn die Patienten im Magen-OP gehen, dann macht man das. Das machen häufig die Endokrinologen zum Beispiel, weil das ja Hormonwerte sind. Die können auch mal verändert sein und auch mal erhöht sein. Das kann auch mit dem Körperfett, also mit einem erhöhten Körperfett zusammenhängen. Das muss jetzt nicht nur mit einer reinen Stressbelastung zusammenhängen, aber also so, dass die Werte auffällig sind, ne? Aber wir sehen immer wieder, dass das Körperfett ansteigt. Und ich sehe auch immer wieder in den Beratungen, gucken wir in die Lebenssituation, merken wir, Stressbelastung geht zurück, wird besser, hat sich erledigt oder ist Klarheit reingekommen. Schwupps, Leute, gehen die Leute mit ihren Zuckerwerten runter. Also bei Diabetes sehen wir immer, dass sie besser werden. Und häufig ist es auch so, werden die Zuckerwerte niedriger, geht auch das Körperfett schlagartig runter. Ne? Also, ihr Lieben, ne, schaut immer in euer Leben, wenn ihr zum Thema Gewichtsveränderung gucken wollt, eben auch immer auf die Stressbelastung gucken. Ja? Das heißt, das gehört zum Leben dazu. Ich wünsche euch jetzt was, ganz liebe Grüße und habt einen schönen Tag.